Moinsen und willkommen zum neuen Video von mir, dem Chef. Heute geht es um neue Informationen, die geleakt sind. Ein Reddit-Nutzer hat mal wieder in den Dateien von Sea of Thieves mehrere Hinweise auf kommende Features gefunden. Bevor das Video jetzt richtig anfängt, muss ich erstmal sagen, dass es in zwei Teile gegliedert wird. Einen Teil findet ihr hier bei mir auf dem Kanal und den anderen findet ihr auf dem Kanal von Nerddings. Denn dieser hat mich erst auf die Leaks aufmerksam gemacht. Aber fangen wir jetzt mal vorne an. Der erste große Unterpunkt waren die Items und dieser ist dann nochmal in vier weitere Unterpunkte unterteilt worden. Und zwar in die Punkte Essen, Waffen, Sonstiges und Haustiere. Unter Essen ist aufgelistet eine Ananas, Mango, Brot, Fischfleisch und Haifleisch. Also wir werden bald neben den Bananen noch wesentlich mehr Sachen zum Essen haben und besonders interessant sollte Fischfleisch und auch das Haifleisch sein. Der zweite Punkt sind die Waffen. Unter diesem Punkt wird ein Enterbeil, ein schweres Schwert, eine Harpune und ein Dolch aufgeführt. Wobei bei dem Dolch nicht ganz klar ist, ob es sich dabei um den Dolch um die Abstimmung handelt oder um eine eigenständige Waffe. Unter dem Punkt Sonstiges finden wir eine Pfeife, Würfel, Bürste zum Schrubben des Decks, also wenn ihr irgendwann mal kotzen solltet, wird das Deckschrubben zu euren Aufgaben gehören und auch das bereits angekündigte Sprachrohr. Und unter dem Punkt Haustiere, soweit eigentlich keine ganz große Überraschung, eine Katze, Papagei und ein Schwein, was dann doch wieder neu ist, also wir werden die Möglichkeit haben, ein Hausschwein zu besitzen. Das war es soweit mit den neuen Items, die es geben soll. Dann kam der Punkt Sonstiges. Unter Sonstiges wurde ein Tutorial aufgeführt. Wie dieses dann genau aussehen wird, ist nicht bekannt, da es dazu noch keine Einzelheiten gibt. Ein weiterer Punkt ist dann die Piratenanpassung. Diese ist momentan ja im Spiel nur durch die Kleidung gegeben, aber es soll auch bald möglich sein, seine Augenbrauen anzupassen, Gesichtsbehaarung, also sowas wie einen Bart, Make-up, Narben, Hautfarbe und auch Tattoos. Der nächste Punkt sind Fallen und mit Fallen sind im Englischen Booby Traps gemeint. Das bedeutet ins Deutsche übersetzt sowas wie Sprengfallen, also eventuell wird es bald die Möglichkeit geben, Fallen selber herzustellen oder dass wir uns in Höhlen noch genauer umsehen müssen, da wir sonst aus Versehen in eine Falle reinlaufen. Ein weiterer Punkt war ein Schattenhändler und weitere antike Kuriositäten. Ein sehr interessanter Punkt sind die Tränke. Es scheint so, als wird es bei Tränke für Heilung, Gift und etwas mit dem Kürzel Resu geben. Resu könnte eventuell Ergebnis heißen, aber was dieser Trank dann bewirken soll, ist jetzt mal wirklich fraglich. Aber jeder, der in der Alpha bereits schon gespielt hat, wird gemerkt haben, dass es einen Shop jetzt im fertigen Spiel nicht gibt, der damals aber begehbar war. Und zwar war das eben der Trankhändler. Dieser wird, denke ich mal, dann bald wieder begehbar sein. Und der letzte Punkt unter Sonstiges hieß Schätze. Damit waren aber nicht weitere Schatztruhen gemeint, sondern Münzen, Goldhaufen, Goldbarren und vor allem große Goldbeutel. Das war es soweit mit dem Punkt Sonstiges. Der nächste Punkt hieß dann Chips Ahoy. Jeder, der das noch nicht kennt. Ab Mai gibt es von den Chips Ahoy, das sind Kekse, eine Promotion-Aktion für Sea of Thieves. So habt ihr dann die Möglichkeit, exklusive Gegenstände zu erhalten, wenn ihr euch so eine Kekspackung kauft. Aufgelistet sind hier ein Onyx-Eimer, Schaufel, Krug und Kompass. Also wenn ihr diese Sachen haben wollt, werdet ihr nicht drum herum kommen, euch Eimer Kekse zu kaufen. Der letzte Punkt, den ich jetzt anspreche, sind weitere Schiffanpassungen. Unter den Schiffanpassungen wird eine Piratenflagge aufgelistet und zwar die Jolly Roger, also die Totenkopfflagge. Also wird es tatsächlich bald die Möglichkeit geben, diese am eigenen Schiff vorzufinden. Des Weiteren taucht der Begriff des Wappen auf. Mit Wappen sind wahrscheinlich die Namensschilder für die Schiffe gemeint. Also so, dass ihr dann eurem Schiff endlich einen Namen geben könnt. Und es wurden auch erneut nochmal Galionsfiguren aufgelistet, darunter eine Taube, Drache, Tintenfisch, Schwertfisch, Einhorn und auch ein Zeus. Und der letzte Punkt ist, dass ihr auch ebenfalls wie bei den Waffen eine Harpune wohl am Schiff anbringen könnt. Das war es soweit mit allen Informationen aus meinem Video. In dem Video von Nerddings gibt es noch wesentlich mehr zu hören. Da geht es dann nämlich nochmal um weitere Schiffanpassungen und tatsächlich um ganz besondere Schiffanpassungen, die nämlich den Kraken betreffen. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, also unbedingt mal vorbeischauen.
Den Link zu dem Video findet ihr bei mir in der Beschreibung. Das wäre es dann soweit von meiner Seite. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef.